Hallo, liebe YouTube-Fangemeinde. Ich freue mich immer total, wenn ihr zuguckt. Und es gibt heute wieder mal ein Video, was zeigt, wie die Arbeitsabläufe in so einem Blumenladen sind. Und zwar, es ist jetzt Feiertag in Hessen und ich muss zum Laden, weil ich habe ganz einfach Blumenlieferung bekommen. Das Schöne ist natürlich, dass diese Lieferung nachts ist. Also während ich euch neulich mal so ein paar Ausschnitte gezeigt habe, wie es ist, wenn ich zum Großmarkt fahre. Da war es nämlich wirklich früh morgens. So habe ich heute in den ganz, ganz frühen Morgenstunden eine Lieferung bekommen von einem Blumenhändler, der auch meinen Ladenschlüssel hat und der die Blumen in den Laden bringt. Aber ich muss da jetzt trotzdem hin, weil wir haben in Hessen heute Feiertag. Es ist Fronleichnam. Es ist nicht in jedem Bundesland Feiertag, ich weiß. Und diese Blumen stehen im Laden, was natürlich ganz toll ist, aber ich muss da jetzt hin und ich muss die ganz einfach ins Wasser bringen. Und Feiertag hin oder her, ich habe jetzt mal schon geschlafen und habe geguckt, dass ich mal meine Haare halbwegs fürs Video irgendwie richte. Aber zum Thema Haare haben ja viele von euch geschrieben, ich sollte die Haare wieder ein bisschen länger werden lassen. Ja, ich bin dabei, vielleicht sieht man es, aber ich möchte die nicht so unkontrolliert wachsen lassen und ich möchte eigentlich auch ganz gern, halbwegs ansehnlich aussehen. Und also wenn die dann jetzt hier, ich werde die wieder so wie in diesem Intro-Trailer, wollte ich sie doch wieder so ein bisschen länger werden lassen, weil fand ich echt süß, eure Kommentare, es haben doch einige geschrieben, die längeren Haare waren viel besser. Und dann sage ich, stimmt, die haben aber einfach mehr Arbeit gemacht. Und deswegen habe ich dann zwischendurch gedacht, so, ich mache mir das Leben einfacher. Ich muss auch mal ein bisschen was reinmachen, dass die so lockig werden und so, sonst habe ich nämlich so einen Schnittlauch. Kennen sicherlich einige. Aber ja, auch die Haare werden wieder so ein bisschen länger. Ja, jetzt bin ich auf dem Weg zum Laden. Es gibt noch eine Dame, die unbedingt einen Strauß wollte und die mich angerufen hat, die jetzt nachher auch noch mal kurz kommt. Und dann geht es weiter mit den schönen Kisten, die ich da habe. Und dann erkläre ich euch mal ein bisschen, wieso und warum ich das mache. Aber jetzt fahren wir erstmal dahin. Bis gleich. Ich wollte euch nochmal grundsätzlich was erzählen. Ich muss immer auf die Straße gucken, dass ich auch ordentlich Auto fahre. Ja, ich wollte euch aber trotzdem grundsätzlich mal was erzählen zum Thema Blumen und Wasserversorgung, weil viele sagen ja, die Blumen müssen ja immer im Wasser sein. Und ich bekomme natürlich die Blumen jetzt, die sind natürlich nicht im Wasser, ja, die sind dann in Kisten, das werdet ihr auch gleich sehen. Das hat auch folgenden Hintergrund. Blumen müssen grundsätzlich nicht immer sofort ins Wasser, aber was ganz, ganz, ganz wichtig ist und kriegsentscheidend ist, dass wenn die Blumen jetzt mal auch, manche Blumen können auch, Tulpen zum Beispiel, können auch einen Tag ohne Wasser sein, das macht denen überhaupt nichts aus, aber ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass die Blumen einen frischen Anschnitt bekommen. Das heißt, dass man also wirklich mit einem scharfen Messer, ja, und da blende ich euch auch nochmal mein Floristenmesser, die sind nicht teuer, wenn die nicht mehr scharf sind, dann haue ich die auch mal in den Müll, ja. Aber ganz wichtig ist, dass man dann immer, wenn die mal ohne Wasser waren, und auch eine Rose kann auch mal ruhig ein paar Stunden ohne Wasser sein, aber die brauchen dann einen scharfen Anschnitt, die meisten auch einen schrägen Anschnitt, aber das variiert wirklich nach Blumenart, ja, also man kann es nicht über einen Kamm scheren. Und dann muss das, wenn die dann den frischen Anschnitt haben, dann können die wieder richtig gut Wasser saugen und bekommen, also, und dann geht das Wasser wieder durch die Bahnen durch. Aber ohne diesen frischen Anschnitt, ja klar, wenn die Anschnittstelle trocken ist, dann kann natürlich da auch kein Wasser mehr gezogen werden, ja. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Und wenn manche sagen, sie nehmen den Strauß, sie haben den 2-3 Stunden irgendwo dabei, dann müsste man eigentlich immer so ein schönes kleines Floristenmesser, geht unten her, macht ein paar schöne Anschnitte. Natürlich
bei Gehölz ist es wiederum, da braucht man dann diese Gartenschere, weil da ist es dann mit dem Messer ein bisschen schwierig. Aber alles nochmal einmal frisch angeschnitten und dann ins Wasser und das ist total klasse. Und dann kommt jetzt natürlich auch die warme Jahreszeit und im Auto, ja, ich bin jetzt hier auch im Auto, das Auto heizt sich natürlich auch super schnell auf. Und Blumen wollen auch, also wenn ich im Auto fahre, dann habe ich auch die Klima an oder das Fenster so ein Tick offen. Dann ist das Auto natürlich gekühlt, dann macht es auch nichts aus. Aber wenn die im Auto liegen und das Auto wird heiß und es hat eben ruckzuck 60 Grad oder mehr, das ist für Blumen auch ganz schlecht. Und da sollte man die Blumen auch nicht im Auto lassen. Ja, also das sind so die Faktoren, die sind auch ganz, ganz wichtig, dass die Blumen eben nicht so einen totalen Hitzeschock bekommen. Und tatsächlich auch zum Thema Temperierung, also wir haben eine Klima im Laden und die kühlt jetzt auf 16 Grad runter. Also die Blumen stehen ganz toll bei 16 Grad und die Sonne kann brezeln. Also diese, und wenn da die Temperatur so schön niedrig ist, dann bleibt auch alles knackfrisch. Und dann brauche ich nicht mit Sorge die Sonne angucken, sondern ich kann die dann auch genießen. Das ist auch schön so. Ja, aber das ist jetzt so ein ganz wichtiges Vorwort. Und viele Leute bekommen einen Strauß und schneiden dann mit ihrer Küchenschere, ja, werden die Stiele dann so gerupft. Und das ist ganz schlecht. Ja. Die Stiele brauchen einen frischen, guten Anschnitt mit einem Messer, mit einem scharfen oder eben mit dieser Gartenschere. Aber weiche Stiele am besten mit einem Messer. Naja, aber wie gesagt, das Werkzeug, das blende ich euch mal dazu ein. Das gibt es alles bei Floristik24. Bekommt man es bequem ins Haus geschickt und ich habe es ja schon oft gesagt, aber so zwischendurch, wenn ihr den Rabattcode MARGIT, also groß M und der Rest klein geschrieben, wenn ihr den dann eingebt, dann bekommt ihr auch 10% Rabatt. Und das finde ich auch ganz toll, dass da für euch auch eben so einen Fanrabatt gibt. Ja, also weiter geht's zum Anschnitt. Bis gleich. Ich bin im Laden angekommen. So sieht der Laden also bei Feiertag aus. Die Pflanzen sind alle hier um die Ecke geräumt und es ist alles im Hof. Und ich muss euch sagen, in den ganzen 10 Jahren ist nur einmal ein Kranz weggekommen. Es kommt nichts weg. Und das finde ich auch ganz toll. Und wenn ich jetzt hier in das Geschäft laufe, und wir haben gestern auch mal unser Schaufenster neu gestaltet. Es gibt hier also ein ganz tolles Bild, ein Kunstwerk. Und da haben wir in der Amphore haben wir ein paar schöne Pfingstrosen. Das sind allerdings Seidenpfingstrosen. Das ist der Hammer, oder? Und wie die zu diesem Bild passen. Das haben wir hier alles schön dekoriert. Und voilà, herein in die gute Stube. Also vor dem Laden ist jetzt natürlich nichts, weil wir haben Feiertag. Hier ist unser Holzstapel und it's magic. Hier sind dann natürlich so schöne Blumenkisten im Laden gestrandet, die ich gleich mal um die Ecke schaffen werde. Und ja, die ich natürlich heute unbedingt auspacken muss. So. Los geht das Vergnügen. Ja, hier kommen meine schönen Wannen. Die haben alle so eine Verriegelung und so eine Sicherung. Und damit die Wannen nicht ineinander rutschen, sind die auch alle mit so einem schönen Holzstab gesichert und alle gut mit Pappe abgedeckt. Also das hat alles Methode, wie das gesichert wird. Aber da kommen die schönsten Blumen raus. Und ich habe, man sieht es hier auch schon so im Hintergrund, auf dem Weg zur Küche, da habe ich gestern ganz viele Eimer, Wassereimer, die habe ich schon so schön mit, habe ich gefüllt. Und wow, guck mal. Und jetzt kommen hier diese ganzen Germini. Ja, das sind nicht Gerbera, sondern so, ich suche eine Schere. Das sind Germini. Die kommen jetzt alle hier in so einem schönen Karton und sind natürlich dadurch wunderbar geschützt. Und die gilt es jetzt, ja, die muss ich jetzt erstmal aufhängen. Ja, die sind jetzt, wenn ich die jetzt so nehmen würde, dann sind die noch ein bisschen weich im Stiel. Und die nehme ich jetzt einfach alle und schnalze sie einmal unten an. Ich muss die Kamera mal ein bisschen drehen, dass ihr auch gut dabei seid. So, genau. Also, die schneide ich jetzt alle mal unten an. Und damit die einen frischen Anschnitt haben,
Ja, gut ist immer ein schönes, frisches, scharfes Messer, weil die Stelle ist natürlich jetzt komplett trocken, ja, wo die jetzt in der Kiste waren. Und so, wenn die jetzt alle hängen, ja, das sieht jetzt ein bisschen aus wie Spaghetti hier, wenn die jetzt alle hängen, dann muss ich gleich eine Vorrichtung bauen. Ein bisschen angleichen muss ich. Dann baue ich gleich eine Vorrichtung, wie ich die alle am besten ins Wasser hängen kann. So. Ich nehme einfach mal den Besen mit rüber und versuche mal was Schlaues zu bauen, dass meine Garmini eingehängt sind. So. Wunderbar. In jeder von diesen Kisten sind 20 Blüten drin. So, ich nehme die natürlich erstmal, schneide die alle, so dass die alle einen frischen Anschnitt haben, schneide die alle erstmal an. Und dann nehme ich sie als nächstes und hänge sie, so dass ich, ja, da ich möchte natürlich als Ziel, dass die sich gerade ziehen sollen. Ja, die sind jetzt alle hier gerade in dieser Kiste drin. Und zuerst waren sie ja schräg, weil die mussten ja beim Transport gelegt werden. Und man sieht hier, die haben alle so einen kleinen Bogen. Und mein Ziel ist jetzt, die müssen alle gerade werden. Und damit jetzt nicht hier so ein paar Stiele deutlich länger sind als die anderen und so einzeln überstehen, werden die jetzt ein bisschen angeglichen. Und zack, kommen sie auch in meine Hängevorrichtung und werden über Nacht schön aufgehängt. Ich muss das nur gut genug machen, dass die nicht irgendwo, dass die nicht plötzlich abstürzen. Ich versuche auch jetzt die Wiederholungen, ja, Wiederholungen gibt es ja schon hier, wie man sieht. Die Wiederholungen, die lege ich mal zur Seite, die mache ich nachher noch. Die sind für euch nicht so spannend. Dann haben wir hier ein ganz tolles Schleierkraut. Ich mache da mal die Folie, mache ich ab. Was das Schöne ist, auch die Folie kann ich dem Lieferanten wieder mit zurückgeben. Der nimmt dann also die ganze Folie, nimmt der wieder, da darf ich dem alles, was an Verpackung ist, darf ich wieder in die Kiste reinmachen. Und hier also ein sehr schönes Schleierkraut. Das geht auch noch auf, ja, das ist noch ganz knospig, wie man sieht. Das geht noch auf, das hat jetzt einen frischen Anschnitt. Und ab ins Wasser. So. Damit, und wenn wir morgen kommen, dann ist es schon gut versorgt. Dann habe ich hier einen Bund Kamille bekommen. Die Kamille, die müssen wir natürlich morgen unbedingt bearbeiten, weil Kamille nimmt es immer übel, wenn da so viele Blätter dran sind. Ja, deswegen müssen wir da ganz viel Blätter wegputzen. Und ich zeige es mal einfach exemplarisch. Ich will euch nämlich so ein bisschen Details, möchte ich euch ja trotzdem einen Schnitt zeigen. Ja, diese Kamille, da schneide ich jetzt auch unten einmal an mit meiner guten Baumschere. Ich sehe gerade, ich muss es noch mal ein bisschen weiter runter machen, dass das alles im Bild ist. So, nachjustieren. Ich bin heute mal wieder alleine, wie ihr merkt. Aber ich wollte euch trotzdem mitnehmen. Hier ist ein Stiel Kamille und das ist ganz viel, da ist ganz viel Blatt dran. Und wenn ich das jetzt dran lassen würde an der Kamille, diese vielen, vielen Blätter, dann würden die Blüten sehr schnell schlappen, weil diese vielen Blätter, die nehmen einfach dem Kopf Kraft und manche, die stellen sich so eine Kamille in die Vase und sagen so, oh, die ist ja ganz frisch, wieso ist die denn schlapp? Also so viele Blätter müssen auf jeden Fall ab. Und dann muss unten noch mit einem scharfen Messer ein schöner, schräger Anschnitt. Oh, super, geil, wenn man das so in die Kamera zeigen kann. Toll, ich liebe es. Ja, also so muss jede Kamille aussehen. Die Zeit habe ich natürlich jetzt nicht und ich möchte euch auch nicht langweilen. Deswegen kommt die bis morgen, kommt die jetzt einfach so im Bund nochmal ins Wasser. Und morgen werden wir das versorgen, weil wir sind morgen zu dritt. Und dann können wir die ganzen Pflanzen perfekt versorgen. So, was haben wir denn hier Schönes? Eine Kiste. Guck
gucken, was da Hübsches rauskommt. Ah, in der Kiste, ja, ist auch spannend. Für mich auch spannend, wie die immer so verpackt sind. Hier sind also tatsächlich Chrysanthemen verpackt. Und ich finde es ja auch manchmal schade, dass da wirklich so viel, dass da so viel Folie immer dabei ist. Ich kann es leider nicht ändern. Ich verstehe allerdings auch die Produzenten, dass die es in Folie packen. Weil das Problem ist natürlich, wenn wir nicht so viel Folie hätten, dann würden viel mehr Blumen kaputt gehen auf dem Transport. Und die kaputten Blumen, die wollen die Kunden auch nicht kaufen. Ich packe mal ein Päckchen, also das sind immer 5 Stiele. Und das ist eine schöne verzweigte, die nennen sich, es ist eine Chrysanthemenart, die heißt Mumi. Und ich möchte euch ja auch, ich zeige euch auch immer, was wichtig ist, wenn ich diese Blumen jetzt habe, man sieht auch an dem Grün, ob die richtig frisch sind. Und wenn das so ein ganz knackiges Grün ist, dann ist es also eine perfekte Ware. Die ist wunderschön und man sieht auch hier am Kopf, ja, die ist, die hat so ein zartes, so ein Gelb. Und das sind jetzt 5 Blüten und ich zeige euch mal eine davon, damit ihr mal seht, was ich hier Schönes bekommen habe. Das ist eine Blüte. Wow, gell? Toll. Ja, also da kann man richtig schön Sträuße davon binden und das ist also eine super knackige Ware. So, aber ab ins Wasser und ach, es ist gemischt weiß und gelb, das sind verschiedene Töne. Ja, genau, was ich alles bestellt habe, ich kann mich selber manchmal nicht erinnern, was ich an schönen Bestellungen losgelassen habe. Aber brauchen tun wir auf jeden Fall alles. Und ich freue mich auch immer, weil für morgen, so, das muss jetzt gut stehen. Für morgen ist zum Beispiel wieder eine Bestellung da. Es ist ein Strauß in Gelb-Lila. Da freue ich mich natürlich, wenn ich das habe. Und in der Tat, diese Verpackung, da können wir natürlich auch einem Kunden, der Sträußchen bestellt, können wir dann auch wieder mal sowas mitgeben. Oder ich versende euch was an Seidenblumen. Also Verpackungen werden bei uns auch nie weggeworfen. Die können wir immer gebrauchen. Das ist super. So, und die Wannen, die kommen jetzt hier, die kommt jetzt hier weg. Die nächste Wanne, da klappe ich wieder die Transportsicherungen auf, mache wieder mein Hölzchen raus und die Pappe und weiter geht's. Oh, hier kommt eine schöne Kiste. Die ist toll. Jetzt kommt das, was eigentlich so viele so gern mögen. Jetzt kommen Pfingstrosen. Wow. Hammer. Ja, ich habe 3 Sorten bestellt. Und bei den Pfingstrosen gilt auch, es müssen einfach einiges an Blättern muss ab, ja, weil die halten nicht so gut, wenn so viele Blätter dran sind. Was wir morgen machen ist, wir gehen morgen her, machen mehr Blätter ab und machen immer so einen schrägen Anschnitt dran. Ja? Aber das ist jetzt einfach eine Zeitfrage. Wie gesagt, ich möchte auch mal den restlichen Feiertag noch zu Hause genießen. Und die Detailarbeit, die kommt morgen. Das ist jetzt wirklich nur ein Versorgen der Pflanzen, ein paar Blätter abmachen. Und diese richtig tolle Baumschere, die verlinke ich euch nochmal. Also die sollte man auf jeden Fall haben. Und diese Messer auch, das sind so Einwegmesser. Und mit denen kann man super arbeiten und kann die Pflanzen sehr, sehr gut anschneiden, die Blumen. Und kann auch ganz toll Zweige schneiden. Was ich hier mache, ist, damit ich die Stiele mal auf eine Länge habe, ich klopfe die einfach so auf den Tisch auf und schon sind sie unten auf einer Länge und dann kann ich die natürlich viel besser anschneiden, wie wenn ich dann in 1000 Etagen die Stiele suchen muss. Und das ist jetzt einfach auf die Schnelle, werden ein paar Blätter abgemacht und dann sind diese Pfingstrosen schon mal, die bekommen Wasser. Und hier, ach, das ist die Sorte Sarah Bernhardt. Ja, das ist eine wunderschöne Sorte, die auch so gefüllt aufblüht. Und ich muss euch gestehen, ich kaufe eigentlich am liebsten gefüllte Sorten Pfingstrosen, weil ich finde, dass die gefüllten Sorten besser halten als die ungefüllten. Das ist natürlich ein persönlicher Gusto. Hier ist auch das Laub sehr schön. Und das ist auch die Sarah Bernhardt. Ja, das ist die sehen ganz toll aus. Und ich denke, die werden
die Leute, die jetzt zum Feiertagswochenende zu Hause geblieben sind. So, das sind jetzt die Pfingstrosen, drei Farben. Schön, oder? Ja, die werden also die Leute, die zu Hause geblieben sind, sicherlich erfreuen. Und ich bin mir auch sicher, es kommen ja bei mir Anrufe und Bestellungen aus nah und fern. So hatten wir auch die Woche. Wir hatten einen Anruf zum Beispiel aus Kalifornien. Also ich zuerst eine E-Mail wollte jemand bestellen, Blumen und ja, also ich bekomme tatsächlich Anfragen aus aller Welt für meine Blumenbestellungen. So, hier haben wir auch was sehr Hübsches. Und zwar, das sind jetzt weiße Dahlien. Es geht wieder los. Dahlien erinnern an Sommer. Wir haben eine Konfirmation. Und da haben wir Bestellungen für diese Konfirmation. Also auch hier werden wir morgen wieder Blätter abmachen, schön anschneiden. Auch das, aber so, das mache ich jetzt nicht. Wir müssen schöne Sträußchen machen für eine Konfirmation. Und nach wie vor ist eine Dahlie einfach eine ganz tolle sommerliche Blüte. Die einen sind jetzt in Rosé-Tönen, die anderen sind in Weiß. Ja. Und das ist eine schöne sommerliche Blüte und die bietet eigentlich relativ viel Fülle für den Preis. Und deswegen ist eine Dahlie immer toll. Leider halten sie nicht so toll, finde ich. Aber ich benutze sie für Veranstaltungen. So, hier ist nochmal die Sammlung. Für Veranstaltungen finde ich sie super. Und deswegen habe ich sie auch meiner Kundin vorgeschlagen. Und sie hat diese Idee begeistert angenommen. Hier kommt der zweite Teil der Veranstaltung. Das sind sogenannte Polyantha-Rosen. Die sind so verzweigt. Im Gegensatz dazu gibt es die Rose Wald Naomi. Die Wald Naomi ist schön groß. Immer gut, wenn man mal die Gegenüberstellung sieht. Das sind also diese großen Blüten der Wald Naomi. Das ist eine wunderschöne weiße Rose. Und auch hier ist morgen wieder das Thema Abdornen, Entblättern. Die Blätter sehen auch total knackig aus. Die Köpfe sind wunderschön. Das sind jetzt 10 Stiele. Ja, 10 Stiele und da. Und die sind auch für die Bestellungen, weil Polyantha-Rosen, also diese verzweigten Rosen, die machen sich sehr, sehr schön in Brautsträußen, in so kleinen Sträußen für Konfirmationen. Die sind sehr, sehr dekorativ. So, morgen geht's weiter mit dem Putzen. Dann geht's weiter zu den Rosen. Also das sind die Wild Naomi. Auch die werden jetzt einfach nur, damit sie Wasser bekommen. Ich schneide möglichst wenig ab, weil wir bezahlen, wenn wir Blumen einkaufen, dann bezahlen wir die Länge. Ja, das ist jetzt eine 50er Länge, gibt auch 60er oder 70er Längen. Aber je länger die Rose ist, desto mehr Geld kostet sie. Und deswegen schneide ich wirklich nur ein Minimum ab, um einen frischen Anschnitt zu gewährleisten. Aber ich nehme natürlich nicht viel Länge weg, weil ich möchte diese wunderschöne Länge der Rose behalten. Und so, wir bekommen schön Wasser. Gibt immer noch mal den Blick in die Kamera. Und dann kommen sie ab ins Wasser. Dann habe ich noch die Rosen in Orange. Das ist auch eine sehr schöne orangene Sorte. Wow, die ist so richtig üppig. Und ich mag diese leuchtenden Töne total gern. Orange ist jetzt natürlich auch total schön, so zum Beispiel mit Kamille gebunden. Ja, das ist eine wunderschöne orange Rose, die da ganz toll passt. So, die Stiele haben alle einen frischen Anschnitt. Die nächste Kiste ist schon leer. Ja, es geht wieder weiter. Und wir kommen nun zu der letzten Kiste. So, Bügel auf, Holzsteg raus, Pappe runter. Und hier, oh, hier kommen wieder mal ein paar Germini. Sehr schön, die lege ich jetzt zur Seite
die kommen, guckt mal, wenn man damit einen Strauß bindet mit diesen tollen Farben, das ist doch mega. Kann meinetwegen auch gar noch pink dazu. Dann habe ich als Grünzeug eine schöne Pistazie. Das ist die spanische Pistazie. Die braucht jetzt ein bisschen Wasser, aber das ist so das Grünzeug, mit dem wir Sträuße binden. Das schneide ich nachher an. Ich habe auch noch ein ganz tolles anderes Grün. Das ist hier die Glanzmispel. Die haben vielleicht manche von euch auch im Garten. Die hat jetzt so knospige Blüten. Die sind auch wunderschön in Sträußen gebunden. Das schicke ich euch nachher oder ich zeige euch nochmal im Laden. Da habe ich einen Pfingstrosenstrauß mit Glanzmispel gebunden. Also wenn ihr sowas im Garten habt, ab ins Gebüsch. Und das lässt sich ganz toll binden, aber nur, wenn die so knospig sind. Und sobald die aufgeblüht sind, ist eigentlich vorbei, leider. Das ist sehr, sehr schade. Aber man muss immer die Zeit nutzen. Und Zeit nutzen ist ein super Thema, weil ich bin von der lieben Renate, ganz liebe Grüße, liebe Renate, bin ich gefragt worden, wann man denn welches Grün schneidet. Und ich habe dann habe ich gesagt, also es ist jetzt in der Tat, im Sommer, es ist jetzt auch Zapfensammelzeit, ja, weil jetzt kommen dann die Zapfen runter und es ist ganz toll, wenn es mal stürmt, dass man dann auch guckt, was ist runtergekommen, weil es gibt jetzt tolle Wellingtonia-Zapfen, es gibt diese Strobus-Zapfen und das sind Sachen, die muss man jetzt im Sommer eigentlich sammeln. Ja, und dann haben wir noch für unsere Abonnenten, das ist eine Kurkuma, nennt die sich, das ist also eine sehr schöne exotische Blüte, die hält ganz toll. Da habe ich auch noch welche bestellt, die schneide ich auch noch frisch an. Die haben einen ganz weichen Stiel und je weicher der Stiel ist, desto schärfer muss das Messer sein. Weil wenn ich, ansonsten rupfe ich nur und so mache ich einen schönen Anschnitt, dass die gut ins Wasser kommen. Und das danken die auch, weil also das Werkzeug muss auf jeden Fall stimmen. Ja, das ist super wichtig. Und zu guter Letzt habe ich hier noch ein paar Päckchen. Das ist jetzt, die packe ich nicht aus, das ist Salal. Salal, ja, hier, richtig schön. Salal ist ein Grün. Da sage ich immer, man kann zum Beispiel alternativ auch, das ist Salal, also nicht Salat, sondern Salal. Man kann auch alternativ Kirschlorbeer nehmen. Und dieses Grün nehmen wir um die Sträuße rum. Ja, hier sind die Blumen und um die Sträuße rum. Und wir stützen damit die Aralienblätter. Ja, Aralie ist das hier. Und damit stützen wir die Aralienblätter. Das habt ihr in meinen Blumenstrauß-Videos schon oft gesehen. Ich verlinke euch nochmal die Serie zu meinen Sommersträußen. Also das schönes Grün macht unheimlich viel Stimmung im Strauß. Deswegen braucht man auf jeden Fall schönes Grün. Und dazu trägt natürlich bei, wenn man so schöne Sachen hat. Das ist total klasse. Eine Stunde später. Die Kisten sind jetzt also schön an ihrem Platz, alles wohl geordnet. Und ich werde auch gleich wieder, wenn ich gehe, die Klimaanlage anmachen. Ich habe ein Klimagerät. Das ist natürlich super, dass hier drin richtig schön kalt ist, weil Licht und Helligkeit öffnen Blumen. Und es ist jetzt wieder alles picobello. Die Margit darf ihren Feiertag auch genießen. Und die Blumen, ja, zuerst das Grün und die Rosen. Die Blumen sind jetzt also alle schön im Wasser. Die sind jetzt zwar noch nicht geputzt, aber das macht nichts. Die Germini, die sind aufgehängt. Das sieht jetzt also ein bisschen lustig aus. Ich habe einfach ein paar Hilfsmittel genommen. Aber das funktioniert wunderbar. Und dann kann ich auch ganz gemütlich morgen wieder hierher kommen. Und brauche nicht so früh aufstehen. Das ist sensationell. Ja, in diesem Sinne, das war jetzt der Anschnitt im Blumenladen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage euch einfach bis bald. Ganz liebe Grüße, eure Margit. Tschüss.